vom Vorsitzenden bestimmt. Christian Lindner hat sich vor einem Jahr für Linda Teuteberg entschieden. Und nach einem Jahr sucht er jetzt jemanden, der den Kopf hinhält für die schlechte Performance der FDP. Und seit ungefähr 6 Wochen wurde Linda Teuteberg systematisch angegriffen. Insgesamt gab es auch in vielen Parteigliederungen viel Gemurmel und Gebrummel gegenüber der doch als sehr defensiv wirkenden Linda Teuteberg. Aber der Wechsel unterwegs, eigentlich ist sie gewählt bis kommendes Jahr, der ist schon sehr ungewöhnlich. Denn da, was Christian Lindner nun vorhat, ist, dass er beim nächsten Parteitag im September Volker Wissing vorschlagen will. Auch das durchaus überraschend, den stellvertretenden Ministerpräsidenten und Wirtschaftsminister aus Rheinland-Pfalz, der hier in Berlin übrigens von Jahre 2004 bis zum Jahr 2013 schon mal im Bundestag saß, stellvertretender Fraktionsvorsitzender war und vor allen Dingen in der Zeit, als die FDP nicht mehr im Parlament war, sehr eng mit Christian Lindner zusammengearbeitet hat. Aber dass er eben im September als neuer Generalsekretär gewählt werden soll und Linda Teuteberg hat sich bis heute Morgen dagegen gewehrt. Sie hat ihren Rücktritt nicht freiwillig angeboten. Erst hier in den Gremiengesprächen, die in dieser Sekunde noch laufen, so haben wir gehört, hat sie dann gesagt, sie möchte am Neuanfang nicht im Weg stehen und wird dann im September den Platz freimachen. Also heute wird sie wohl noch Generalsekretärin sein quasi, aber im September macht sie dann den Platz frei. Ein ungewöhnlicher Vorgang, denn eigentlich wäre sie gewählt worden bis zum kommenden Jahr, übrigens genau wie Christian Lindner. Und die Amtszeit eines Generalsekretärs, die hängt eigentlich auch mit der Amtszeit des Vorsitzenden zusammen. Aber in diesem Machtkampf hat sich der Parteivorsitzende durchgesetzt. Der Herr Sitte aus Thüringen, der macht seinen Platz frei im Präsidium und in der Tat hat vor der Sommerpause Christian Lindner Linda Teuteberg angeboten. Sie kann ins Präsidium aufrutschen. Sie wird aufgewertet als Ostbeauftragte. Und da hat sie gesagt, das will sie nicht. Sie hat sich da angegriffen gefühlt, hat wohl geglaubt, sie könne ihre Generalsekretärsposition verteidigen. Aber das macht für eine Partei in der Tat überhaupt keinen Sinn, wenn der Vorsitzende und der Generalsekretär, sprich die Generalsekretärin, gegeneinander arbeiten, wenn es da einen Machtkampf gibt. Aber eins muss man am heutigen Tage auch sagen, an Linda Teutebergs Performance alleine kann es nicht liegen, dass die FDP vor allen Dingen in diesem Jahr ja massive Fehler schon begangen hat und schwächelt und bei den Umfragen im Moment auch dermaßen verheerend dasteht. Ja, nach den Querelen da in Thüringen vor allen Dingen, da ging es hoch her in der Partei und es ist kein Geheimnis. Die FDP ist längst nicht mehr der Ein-Mann-Club von Christian Lindner. Hinter den Kulissen, da brodelt es auch durchaus in der Bundestagsfraktion. Da wird immer wieder kritisiert, dass er sich selber in den Vordergrund schiebt, dass er zu wenig Platz lässt für andere. Und eine Ein-Mann-Partei, das hat die FDP ja schon einmal erlebt mit Guido Westerwelle, das wird auf Dauer nichts. Christian Lindner hat sich nach den Vorgängen in Thüringen vom Frühjahr Mühe gegeben, auch andere Personen nach vorne zu schieben. Aber sein Vertrauen zur Generalsekretärin war wohl am Schluss erschüttert. Oder aber, ich könnte es auch anders formulieren, er hat jemanden gesucht, der den Kopf hinhält. Und den hat er beim Generalsekretär gefunden. Und jetzt höre ich, geht es hier los mit dem Parteivorsitzenden. Ihren Arbeitsplatz, um ihre wirtschaftliche Existenz. Unser Gemeinwesen droht in einen Schuldensumpf zu geraten. Deshalb hat die wirtschaftliche Entwicklung auch eine neue politische Bedeutung.
Wir haben in unserer Sitzung einen Leitantrag für den anstehenden Bundesparteitag beschlossen mit dem Titel Aufbruch vom Jahr der Krise in ein Jahrzehnt des Aufstiegs. Wir knüpfen damit an unser Dreikönigstreffen, bei dem wir die Frage des sozialen Aufstiegs und der Fairness in unserer Gesellschaft zu einem Thema gemacht haben. Im Zuge dessen haben wir bestehende Defizite in unserem Land seinerzeit schon thematisiert, etwa bei der Digitalisierung, die jetzt noch stärker sichtbar geworden sind durch die Corona-Pandemie. Wir haben ein zweites Papier beschlossen auf Initiative von Volker Wissing. Hat der Bundesvorstand einen Leitantrag auf den Weg gegeben mit dem Titel Marktwirtschaft kann Tierschutz. Trotz der ökonomischen Fragen, denen wir uns zu widmen haben, bleiben auch Fragen der Transformation, zum Beispiel in der Landwirtschaft, für uns wichtig, dürfen nicht hinten runterfallen. Die politische Lage im Land und die Themen, mit denen wir uns zu beschäftigen haben, haben sich in den letzten Monaten deutlich verändert. Und das hat natürlich Auswirkungen auch auf die politische Arbeit der Freien Demokraten. Unser hochgeschätzter Freund und Kollege Hermann Otto Solms hat bereits vor Tagen angekündigt, dass er zum Bundesparteitag und damit gut ein Jahr vor der wichtigen Bundestagswahl sein Amt als Bundesschatzmeister zur Verfügung stellen wird. Herr Solms hat sich um unser Land größte Verdienste erworben. Ich nenne als Beispiel seine Rolle als Vorsitzender der regierungstragenden FDP-Fraktion zur Zeit der Deutschen Einheit. Aber mindestens genauso große Verdienste hat er sich um unsere Partei erworben, deren organisatorische Handlungsfähigkeit er als Bundesschatzmeister über Jahrzehnte sichergestellt hat. Und unserer Partei hat er darüber hinaus auch inhaltliche Impulse gegeben. Manche haben es ja als Makel betrachtet, dass die FDP eine Steuersenkungspartei ist. Wir betrachten das nicht als Makel, sondern als Teil unseres Markenprofils. Und das mit Substanz erfüllt zu haben, das ist die politische Leistung des Programmatikers Hermann Otto Solms. Herr Solms scheidet aus seinem Amt aus und damit verbunden sind Kraftnatur der Sache Veränderungen im Präsidium. Diese Entscheidung von Herrn Solms und die mir Kraft unserer Satzung gegebenen Befugnisse nutze ich deshalb, um auch die Teamaufstellung der FDP zu verändern. Wenn sich die Lage im Land und die Themen, über die diskutiert werden, verändern, dann muss sich auch die Teamaufstellung einer Partei daran orientieren. Und genau das wollen wir tun. Ich werde deshalb auf dem kommenden Bundesparteitag unseren Freund und Kollegen Dr. Volker Wissing vorschlagen als neuen Generalsekretär der FDP. Volker Wissing hat insbesondere, das will ich hervorheben, seit 2013 im Präsidium als Ehrenamtler mitgewirkt am Neuaufbau der FDP, an der Neupositionierung unserer Partei, am Neustart der liberalen Partei in Deutschland. Er hat aus der doppelten außerparlamentarischen Opposition in Land und Bund unsere Partei als erfolgreicher Wahlkämpfer zurückgeführt in das Landesparlament und in die Landesregierung. Volker Wissing ist als Finanzexperte im Bundestag profiliert gewesen, so wie er es heute auch ist als Wirtschaftsminister in Rheinland-Pfalz. Volker Wissing also wird als erfolgreicher Wahlkämpfer in der Bundespartei gebraucht und zugleich wollen wir profitieren von seiner Regierungserfahrung und von seiner wirtschaftlichen Expertise. Ich sage es ganz offen, in der Führung der Partei brauche ich in dieser Lage mehr Hilfe und Unterstützung. Und deshalb bin ich dankbar, dass Volker Wissing in die Bundespolitik zurückkehrt. Mit Hermann Otto Solms Ausscheiden ist auch eine notwendige Neubesetzung beim Bundesschatzmeister nötig. Ich habe heute in den Gremien, und das ist mit großer Zustimmung aufgenommen worden, unseren Parteifreund Harald Christ vorgeschlagen als Bundesschatzmeister. Harald Christ ist ein Liberaler, man darf vielleicht mit Blick auf deine Biografie sagen, ein Sozialliberaler, der eine ganz persönliche Aufstiegsgeschichte beruflich
erfolgreich realisiert hat, der sich sehr einsetzt für Aufstiegschancen und sozialen Ausgleich in unserem Land und der trotzdem als Unternehmer erfolgreich ist, was heißt trotzdem, vielleicht gerade deshalb als Unternehmer auch erfolgreich ist. Er hat eine Reihe schon von inhaltlichen Impulsen unserer Partei gegeben. Wir werden in Kürze auch auf Sie zukommen bei einem Termin jetzt in den nächsten Tagen, weil Harald Christ zusammen mit Johannes Vogel und anderen eine Arbeitsgruppe geleitet hat, um das Aufstiegsversprechen aus liberaler Sicht programmatisch neu zu begründen. Und er hat meinem Angebot und meiner Bitte entsprochen, jetzt als Ehrenamtler für die Freien Demokraten als Bundesschatzmeister zu wirken. Das ist ein starkes Zeichen. Erfolgreiche Menschen aus dem Mittelstand kommen zu uns, übernehmen im Ehrenamt Verantwortung für den Erfolg der FDP, insbesondere mit Blick auf die wichtige Bundestagswahl. Durch die Veränderungen im Präsidium, mein Vorschlag Volker Wissing, ergeben sich auch Konsequenzen im Beisitzerbereich. Und unsere Freundin Bettina Stark-Watzinger hat heute in der Sitzung ihre Kandidatur für das Präsidium der FDP erklärt. Frau Stark-Watzinger ist eine ausgewiesene Finanz- und Wirtschaftsfachfrau unserer Bundestagsfraktion. Sie ist ja ehemalige Vorsitzende des Finanzausschusses des Deutschen Bundestages. Dieses Amt hatte sie bekleidet, bis sie parlamentarische Geschäftsführerin unserer FDP-Bundestagsfraktion geworden ist. Und sie ist designierte Landesvorsitzende in Hessen. Nehmen Sie das zusammen, sehen Sie, was der Gedanke darin ist. Wir wollen in der Teamaufstellung der FDP unsere Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung für dieses Land auch in Regierungsfunktionen unterstreichen. Wir wollen unsere Wirtschafts- und Finanzkompetenz nach vorne stellen und auch öffentlich profilieren. Und unser Herzensanliegen ist es, soziale Aufstiegschancen in unserem Land zu erleichtern. Und das wollen wir auch in der Teamaufstellung der Freien Demokraten in der Zukunft verstärkt nach außen tragen. Ja, ich habe die Kolleginnen und die Kollegen mitgebracht, nicht damit sie nur bei mir stehen, sondern damit sie auch ein Wort an Sie richten können. Und deshalb, Volker, würde ich dir vielleicht als Ersten das Wort noch weitergeben. Ja, vielen Dank, lieber Christian Lindner, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Ich darf zunächst herzlich Danke sagen für das Vertrauen, das mir seitens unseres Bundesvorsitzenden entgegengebracht wird. Ich arbeite ja seit 2013 im Präsidium der FDP engagiert und mit Freude zusammen mit einem starken Team. Ich werde mein Amt als Wirtschaftsminister, wie ich es immer gesagt habe, bis zum Ende der Legislaturperiode in Rheinland-Pfalz selbstverständlich mit vollem Engagement und voller Begeisterung wahrnehmen und werde die Kandidatur auch annehmen, dem Wunsch des Bundesvorsitzenden entsprechen und bringe mich gerne ein, um in einem starken Team mit Wirtschaftskompetenz, mit einem klaren Ziel, auch Regierungsverantwortung in Berlin zu übernehmen, die Freien Demokraten jetzt in einer schwierigen Situation vorzubereiten. Wir sind gegenwärtig in einer der schwersten Wirtschaftskrisen und da wird eine Partei, die klar marktwirtschaftlich denkt, die den Wettbewerb und die marktwirtschaftliche Grundausrichtung in ihrem Markenkern trägt, dringend gebraucht. Und ich will meinen Beitrag leisten, dass wir mit einem starken Ergebnis 2021 Regierungsverantwortung hier in Berlin übernehmen. Ich mache das mit großer Leidenschaft, großem Engagement und bringe auch den notwendigen Mut für solche Schritte mit. Und ja, freue mich auf die jetzt vor uns liegenden Monate. Und darf heute Danke sagen auch für die Unterstützung, die im Bundesvorstand und im Präsidium als Rückendeckung für den Vorschlag des Bundesvorsitzenden gegenüber meiner Person auch entgegengebracht worden ist. Ja, vielen Dank, Volker. Ich will noch ergänzend sagen, dass ich heute in den Gremien Linda Teuteberg, die bis zum Parteitag ihr Amt ja auch weiter bekleidet, Linda Teuteberg sehr gedankt habe für ihre Arbeit. Und sie wird selbstverständlich weiter ein starker Teil auch unseres Teams sein, auch nach der Neuaufstellung jetzt der Mannschaft angesichts der veränderten Themenlage im Land. Harald, Bettina? Ja, Gentlemen. Ja, lieber Christian, vielen Dank. Wir erleben in dieser Krise ja eine Brandbeschleunigung. Die Generation meiner Eltern
hat noch darum kämpfen müssen, Ausbildung und Bildung zu bekommen. Und ich konnte mir nie vorstellen, dass in unserem Land diese Themen heute immer noch so akut sind, Bildungsgerechtigkeit nicht umgesetzt wird. Ich erlebe eine Finanz- und Wirtschaftspolitik, die nicht ausgerüstet ist, die nicht darauf bedacht ist, nicht nur die Krise, die Brücke über die Krise zu bauen, sondern danach auch das Ufer zu haben, damit unsere Wirtschaft wieder stark wird und aus dieser Krise herauswachsen kann. Ich erlebe eine Haushaltspolitik, die nicht nachhaltig ist für die Generation meiner Kinder und meiner Enkel. Und das ist Ansporn, das ist Motivation. Der Bundesparteitag, ich stelle mich dem Bundesparteitag zur Wahl. Ich möchte in diesem Team, in diesem hochmotivierten Team mitarbeiten, denn es geht gar nicht um, oder es geht nicht nur um Einzelmaßnahmen, sondern es geht um sehr große Richtungsentscheidungen in unserem Land, ob das Aufstiegsversprechen umgesetzt werden kann und ob wir wirtschaftlich stark bleiben. Da möchte ich mitwirken auf allen Ebenen dieser Partei und auf allen Ebenen in diesem Land. Und deswegen freue ich mich auf die nächsten Wochen und die Monate der Diskussion. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, lieber Christian Lindner, erstmal vielen Dank für das Vertrauen, mich zu nominieren in die Nachfolge von Otto Solms als Bundesschatzmeister auf dem nächsten Parteitag. Das sind große Schuhe, die Otto Solms hinterlässt, und ich kenne ihn ja auch sehr lange. Wer kennt ihn nicht, der sich mit Politik beschäftigt, und er hat sich um diese Partei sehr verdient gemacht. Und wenn der Parteivorstand, das Präsidium, dann einem doch recht neuen Mitglied nahebringt, ob ich mir vorstellen könnte, in diese Nachfolge zu treten, ist das eine große Ehre. Ich hatte ja zu meinem Eintritt hier an dieser Stelle schon gesagt, dass ich nicht für Wahlmandate zur Verfügung stehe, sondern mit meiner 32-jährigen politischen Expertise, mit meiner Erfahrung als Unternehmer, als Vorstand und Vorsitzender verschiedener Unternehmen gerne mich inhaltlich einbringen will, meine Expertise einbringen will und mich einem ehrenamtlichen Engagement für die liberale Partei nicht verschließe, sondern mich gerne mit voller Kraft einsetze. Und deswegen hat es mich sehr gefreut, als der Anruf kam und ich gefragt wurde, ob ich für dieses Amt zur Verfügung stehe. Entscheiden wird der Parteitag, das wissen Sie, der ist im September. Bis dahin werde ich natürlich werben innerhalb der FDP. Ich habe auch den Landesverbänden angeboten, die Landesverbände zu besuchen und zu werben, mich vorzustellen, um jedem und jeder auch die Möglichkeit zu geben, mich natürlich kennenzulernen. Das, was die Herausforderungen sind im nächsten Jahr, ist ja bereits mehrfach gefallen. Wir werden vor einer schwierigen wirtschaftlichen Herausforderung stehen. Wir werden die gesundheitlichen Auswirkungen dieser Corona-Krise hoffentlich, und ich denke, schneller hinter uns lassen als die wirtschaftlichen Auswirkungen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen werden lange anhalten. Die braucht es. Und dafür braucht es gute Konzepte. Wir werden eine Reihe von Themen aufarbeiten müssen. Problemfelder, die in dieser Krise sehr deutlich geworden sind. Versäumnisse, die deutlich geworden sind im Bereich Digitalisierung. Auch gerade was das Thema Schule und Kinder und Betreuung angeht und so weiter. Gesundheitswesen. Das sind ganz, ganz viele wesentliche Punkte. Wir werden uns aber um den Mittelstand auch kümmern müssen und vor allem um die vielen Arbeitsplätze, die da draußen in Gefahr sind. Weil wir haben zurzeit eine Regelung, die auch gut ist, die die Probleme ein bisschen auf der Zeitachse verschieben, aber die wirtschaftlichen Herausforderungen werden nicht sehr groß sein. Und meine Damen und Herren, was mich ganz besonders antreibt, ich meine, die Sozialdemokratie hat ja mit der Nominierung von Olaf Scholz quasi den Wahlkampf schon begonnen, auch wenn Sie sagen, wir regieren jetzt bis September weiter, aber mit der Nominierung des Kanzlerkandidaten der Sozialdemokratie wurde der Wahlkampf hier eingeleitet. Wenn ich die letzten Tage höre, dass man mit Rot-Rot-Grün und grünen-rot-roten Fantasien arbeitet und die auch sehr breit medial natürlich propagiert und man in seiner Strategie genau auf so eine mögliche Koalition setzt, fühle ich mich noch mal nachhaltig bestätigt, dass es die richtige und gute Entscheidung war, im März den Weg von der SPD in die FDP zu finden. Ich habe seit meiner Zeit als Juso mit 15, 16 immer gegen rechts gekämpft, aber ich habe auch immer gegen sozialistische Regierungsmöglichkeiten gekämpft. Und wo könnte ich das besser, als mich hier in dieser liberalen Partei einzubringen? Und das wird die Zuspitzung auch im nächsten Jahr sein. Nur eine starke FDP, eine FDP, die viel stärker bei den Bundestagswahlen abschneidet als eine linke Partei, wird verhindern können, dass es solche guten Koalitionsüberlegungen überhaupt geben darf. Von meiner Seite aus vielen Dank. Ich werde mit diesem Team dafür kämpfen, für eine starke liberale Politik in Deutschland. Danke. Gibt es Fragen von Ihrer Seite, Herr Lohse?
Herr Lindner, Sie haben gesagt, Sie brauchen mehr Unterstützung und Hilfe in der Führung der Partei und haben erst mit einer Viertelstunde Verzögerung Frau Teuteberg überhaupt erwähnt und für deren Leistungen gedankt. Hat Frau Teuteberg Sie nicht genug unterstützt in der Führung der Partei? Die Themen im Land haben sich verändert. Also verändert sich auch das thematische Profil der FDP und auch die Aufstellung der FDP. Wir haben Frau Teuteberg für ihre Arbeit im Amt Generalsekretärin heute gedankt. Und das Gremium und seine Mitglieder würden sich genauso wie ich sehr freuen, wenn Linda Teuteberg in der Zukunft weiter eine ganz wichtige Rolle für unsere Partei spielt. Frau Reimers. Da würde ich gleich gerne nachfragen. Herr Lindner, was ist denn die ganz wichtige Rolle? Und an Herrn Wissing die Frage. Sie haben gesagt, Sie werden Ihr Amt bis zum Ende der Legislaturperiode ausführen. Wie geht es dann bei Ihnen weiter? Ziehen Sie dann ganz nach Berlin? Wer führt den Wahlkampf in Rheinland-Pfalz? Die an mich gerichtete Frage muss ich leider weiterreichen. Linda Teuteberg ist Landesvorsitzende und Mitglied der Bundestagsfraktion. Welche weitere Rolle sie anstrebt im Einzelnen, was jetzt Ämter angeht, das müssten Sie sie fragen. Das war heute nicht Gegenstand unserer Sitzung, aber sie ist eine von uns allen sehr geschätzte Kollegin. Hier vorne sitzt der stellvertretende Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Herr Dr. Stamp war einmal mein Generalsekretär in der Landespartei und nach einer erfolgreichen Landtagswahl 2012 war seinerzeit dort nötig, die Aufstellung der FDP im Team zu verändern. Und dann ist Joachim Stamp in eine Rolle in der Fraktion gekommen und hat sein Amt als Generalsekretär auf meine Bitte in andere Hände gegeben. Also Veränderungen in der Teamaufstellung, wenn die Lage sich verändert, sind das Normalste von der Welt in der Politik. Vollkommen. Ja, also zunächst einmal ist diese Doppelaufgabe nichts Neues in der Politik. Heiner Geißler hatte mal ein Amt eines Bundesministers und war Generalsekretär seiner Partei. Und auch die Kombination des Spitzenamtes von Parteien mit wichtigen Regierungsämtern ist weder gegenwärtig noch in der Vergangenheit etwas Neues. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin hat zeitweise die SPD geführt oder Frau Kramp-Karrenbauer führt gegenwärtig noch die CDU. Insofern wollte ich an dieser Stelle klar sagen, ich werde beide Aufgaben wahrnehmen. Und was die Situation in Rheinland-Pfalz angeht, so bitte ich um Verständnis. Ich habe mich jetzt sehr gefreut über den Vertrauensbeweis des Bundesvorsitzenden. Ich möchte allerdings diese Personalfragen zunächst mit meinem Landesverband besprechen, bevor wir die Frage der Spitzenkandidatur in Rheinland-Pfalz öffentlich beantworten können. Das gebietet der Respekt vor meiner Landespartei. Aber wir werden das zeitnah tun, denn durch diese Weichenstellung heute in Berlin ergeben sich natürlich die Fragen, die Sie zu Recht stellen. Wie werden dann die Listen angeführt, Bundestag und Landtag in Land Rheinland-Pfalz? Aber wir werden das zeitnah beantworten. Heute bitte ich allerdings um Verständnis, dass ich noch etwas Zeit brauche. Herr Brüssler, bitte. Herr Lindner, Sie haben davon gesprochen, dass die FDP Regierungsverantwortung anstrebt. Ist denn die Entscheidung für Herrn Wissing, der ja in einer Ampelkoalition sich befindet, ein Signal dafür, dass die FDP nach der Nominierung von Herrn Scholz für seine Ampelkoalition zur Verfügung stände? Und auch Herr Wissing, sind Ihre Erfahrungen in Rheinland-Pfalz so, dass Sie das für den Bund empfehlen würden? Nein, das ist zu weitreichend von Ihnen spekuliert. Wir sind bereit zur Übernahme von Verantwortung, wenn wir inhaltliche Akzente setzen können. Wir schließen müssen nichts ausschließen. Wir haben auch keine Lieblingskonstellation, sondern wir orientieren uns an dem, was an Inhalten umsetzbar ist. Gegenwärtig regieren wir in Rheinland-Pfalz in einer Ampelkoalition. Wir haben in Schleswig-Holstein eine Jamaika-Konstellation und wie Sie wissen, regiert in Nordrhein-Westfalen eine schwarz-gelbe Koalition, die ich selber habe mitverhandeln können. Für uns ist immer entscheidend, gibt es die Bereitschaft zur fairen Zusammenarbeit aller Beteiligten und ist es möglich, dass die FDP in einer Zusammenarbeit auch eigene Anliegen einbringen kann. Wenn das möglich ist, dann ist es besser zu regieren als nicht zu regieren. Soll ich? Er hat sich an mich auch gerichtet. Ja, das ist ein Vorbild.
Also zunächst einmal will ich sagen, dass die Landesregierung von Rheinland-Pfalz hohes Ansehen genießt, sowohl in Rheinland-Pfalz bei der Bevölkerung, aber auch bundesweit, weil wir es schaffen, konstruktiv zusammenzuarbeiten. Zwar mir war es ein wichtiges Anliegen, als ich diese Regierung mitgebildet habe, zu zeigen, dass wir unsere Inhalte auch in neuen Konstellationen erfolgreich einbringen können. Und das war natürlich etwas Neues, aber wir sehen die Entscheidung auch des Bundesvorsitzenden für mich als Person durchaus auch als Anerkennung für die Arbeit des Landesverbandes Rheinland-Pfalz. Und ich habe dort jetzt Regierungserfahrung gesammelt und kenne auch meine beiden Koalitionspartner sehr gut. Und das ist auch eine wichtige Voraussetzung, um einschätzen zu können, welche Möglichkeiten haben wir, um uns inhaltlich einzubringen, in welcher Konstellation. Das hängt natürlich am Ende immer auch von Personen ab und von Gesamtkonstellationen. Aber was gelungen ist mit der Bildung der Ampelregierung in Rheinland-Pfalz, ist etwas, was uns Freie Demokraten immer besonders freut. Wir haben der FDP damit ein zusätzliches Stück Freiheit erarbeitet. Tobias Betz, Bayerischer Rundfunk. Herr Lindner, mich würde interessieren, wenn Sie von einer Neuaufstellung des Teams sprechen, sehen Sie da auch Ihre Position? Stellen Sie sich da auch zur Wahl im September? Würde sich ja anbieten? Und wenn nein, warum nicht? Und bei Linda Teuteberg, da Sie jetzt sehr über wirtschaftspolitisches Profil auch gesprochen haben, hatte sie davon zu wenig. Ist das einer der Gründe? Also es geht um eine Stärkung der FDP insgesamt. Jeder hat sein eigenes thematisches Profil und seine Schwerpunkte. Die Lage im Land hat sich verändert, wie ich sagte. Also ändern wir auch unsere Aufstellung, unser thematisches Profil, das auch natürlich durch Persönlichkeiten, die in Spitzenfunktionen sind, repräsentiert wird. Der Bundesparteitag sieht keine turnusgemäßen Wahlen des Vorstands oder des Präsidiums vor. Deshalb steht die Frage nicht an, sondern es geht um Nachwahlen, die sich eben daraus ergeben, dass Persönlichkeiten Ämter zur Verfügung stellen oder aus der Wahrnehmung von Satzungsbefugnissen. Herr Polanski, bitte. Zwei Fragen. Erstens, was müssen Sie denn anders machen? Und zweitens, Frau Teuteberg ist immer noch Generalsekretärin, wenn ich das richtig sehe. Warum ist sie nicht da? Weil Sie Frau Teuteberg ja kennen und hier die Persönlichkeiten sind, die sich neu im Ämter bewerben. Und jeder von uns, auch ich, lernt jeden Tag dazu und jeden Tag kann man Dinge anders, neu und besser machen. Und vermutlich haben Sie genauso wie ich immer lange Listen, was man sich so vornimmt. Ja, also gern beim Kaffee mit Ihnen mal. Ja. Herr Weiland, bitte. Ja, Weiland vom Spiegel. Herr Lindner, zwei Fragen. Rechnen Sie denn noch mit Widerstand aus der Partei gegen Ihre Entscheidung, Frau Teuteberg nicht mehr als Generalsekretärin an Ihrer Seite haben zu wollen? Und zweitens, es wird ja in den Medien zumindest immer mal wieder das Wort vom Bauernopfer gesprochen. Ist das ein Bauernopfer, was Sie dort leisten für die derzeit nicht so guten Umfragewerte der FDP? Nein, wir haben Anfang dieses Jahres Umfragewerte von 10% gehabt in der alten personellen oder bisherigen personellen Aufstellung. Und wir haben jetzt Umfragewerte von 6-7. Das ist also davon unabhängig, sondern hier geht es darum, wie können wir uns thematisch in den Feldern vertieft in Debatten einschalten, die jetzt neue Bedeutung und Dringlichkeit gewonnen haben. Ach so, ja, ich habe ja das alleinige Vorschlagsrecht. Herr Link, bitte. Herr Lindner, der Vorwurf der FDP ist ja wie von Herrn Baum zuletzt, dass Sie thematisch nicht breit genug aufgestellt sind. Jetzt verengen Sie sich praktisch auf eine Wirtschafts- und Finanzpolitik, die Sie ja bisher auch mit abgedeckt haben. Das wäre meine eine Frage, ob es nicht gerade Frau Teuteberg auch gewesen wäre, Frau plus andere Kompetenzfelder. Erste Frage. Und an Herrn Wissing die Frage, was wollen Sie denn Entscheidendes anders machen und was wird Ihr Hauptthema jetzt zunächst mal sein, wo Sie sagen, da muss ich ran? Nein, von thematischer Verengung kann überhaupt gar keine Rede sein. Aber ich glaube, dass Sie auch wahrnehmen bei Ihren Lesern und Zuschauerinnen und Zuschauern, welche Themen gegenwärtig den Menschen auf den Nägeln brennen. Interessanterweise habe ich ja auch heute
eingeführt, was unsere Leitanträge angeht, dass wir auch ein Papier auf dem Bundesparteitag zum Thema Tierwohl, Tierschutz und Marktwirtschaft beraten. Das heißt also, von thematischer Verengung kann nicht die Rede sein. Vielleicht müssen wir sogar, aber da kann Volker mehr zu sagen, in dieser Frage uns eher noch stärker auch mit einschalten. Aber immer unter dem Gesichtspunkt, was ist gegenwärtig die große Debatte im Land? Und das ist das Abwenden einer ansonsten drohenden wirtschaftlichen Krise. Und man muss nichts besser machen als eine Vorgängerin, sondern jeder hat seinen eigenen Stil. Aber kannst du ja auch sagen, jeder hat seinen eigenen Stil und seine eigenen Themen. Ist noch was? Ja, also ich werde, jeder, der mich kennt, weiß das, authentisch wie ich bin, dieses Amt ausüben und werde mich nicht verstellen oder mich in irgendeiner Weise einer Erwartung anpassen. Ich möchte die FDP so aufstellen, dass sie konstruktiv und hilfreich ist für die Menschen. Die Menschen erwarten von uns, Politikerinnen und Politikern, dass wir konstruktive Lösungsvorschläge für ihre Altersprobleme machen. Und mir ist es wichtig, dass die Themensetzung nicht nur von der politischen Klasse kommt, sondern dass wir wirklich nah das Ohr an den Menschen haben, um die Themen aufzugreifen, die sie umtreiben. Und da gehören für mich auch beispielsweise Ernährungsfragen dazu. Die Frage, wie gehen wir mit ethischen Fragen in der Tierhaltung um? Wie gehen wir mit dem Miteinander in der Gesellschaft um? Dass wir auch Fragen durchleuchten haben, beispielsweise unsere Kinder im Bereich der frühkindlichen Bildung, alle ein faires Angebot, unabhängig von der Herkunft. Sind wir da am Ziel in unserer Gesellschaft? Ich glaube, das sind wir nicht. Und solche Fragen, die sind für mich immer wichtig gewesen und die werde ich auch in jedem Amt, das ich politisch übernehme, vorantreiben. Insofern können Sie ganz sicher sein, dass die Themen, mit denen ich mich heute beschäftige, auch Themen sein werden, die ich in die Partei hineintrage. Ich habe auf Bundesebene bisher Zuständigkeiten im Wesentlichen im Bereich Wirtschaft und Finanzpolitik gehabt. Und dort lange auch mit Hermann Otto Solms zusammengearbeitet. Vorhin hatte Christian Lindner das auch erwähnt. Ich habe die auch Fragen der Finanzpolitik mitprägen dürfen. Aber ich mache mit großer Leidenschaft auch Agrarpolitik heute und sehe, dass hier sehr viele unbeantwortete Fragen sind. Und wer meine Arbeit als Landwirtschaftsminister verfolgt, der sieht, dass ich dort vielleicht auch die ein oder andere untypische Position vertrete. Und ich freue mich sehr, dass die Bundespartei mir auf dem Weg auch folgt. Und sicherlich gibt es die ein oder andere Anstrengung mit mir, auch inhaltlicher Art. Aber ich ringe gerne um die besseren Argumente. Und jedenfalls möchte ich, dass gesellschaftliche Problemstellungen, die die Menschen umtreiben, auch jenseits der Wirtschaftspolitik aufgegriffen und beantwortet werden, weil mir unsere Demokratie in gewissen Punkten heutzutage nicht lebendig genug ist. Weitere Fragen. Bitte schön. Ich habe eine, Paul Staatsmann vom Tagesspiegel. Ich habe eine Frage an Herrn Lindner. Als Linda Teuteberg vor ein bisschen mehr als einem Jahr angetreten als Generalsekretärin, hat sie das auch mit dem Anspruch getan, für mehr Vielfalt in der Partei zu sorgen. Jetzt sagen Sie, neue Themen spielen eine wichtigere Rolle. Ist das Thema Vielfalt, jetzt muss das hinten anstehen in der FDP? Doch, ja, aber natürlich. Auch in Zeiten, in denen über Black Lives Matter und so weiter diskutiert wird. Sie haben ja gesagt, das sind Themen, die den Menschen auf die Nägel brennen. Das ist ja auch ein Thema, das weltweit gerade stark diskutiert wird. Aber auch das muss hinten anstehen. Ja, absolut. Sie haben gesehen, dass nicht nur die Vielfaltsfragen, sondern auch Menschenrechtsfragen für uns eine große Rolle spielen. Ich war ja selber bei einer von den jungen Liberalen initiierten Demonstration zur Situation in Belarus zugegen, habe dort gesprochen. Das bleibt für uns natürlich ein Thema. Auch die Frage Vielfalt in der Gesellschaft bleibt ein Thema. Wenn Sie sich erinnern, Herr Dr. Staatsmann, das Thema Vielfalt habe ja ich selber auf dem Bundesparteitag 2018 zu einem Thema gemacht. Also es ist ein Thema auch von mir selbst und das wollen wir gerne so weiter verfolgen. Ja. Weitere Fragen? Herr Weiland, bitte. Ich wollte doch noch mal auf Frau Teuteberg kommen. Vor einem Jahr im Frühjahr, etwas mehr als einem Jahr, haben Sie ja Frau Teuteberg vorgeschlagen. War das aus Ihrer Sicht, aus heutiger Sicht, ein Fehler, diesen Personalvorschlag zu machen? Denn sind Sie ja offenkundig nicht zufrieden gewesen mit der Arbeit der Generalsekretärin. Also nein, das war kein Fehler. Und ich habe
auch in diesem Sommer auf insistiertes Nachfragen von Ihrer Seite das gesagt, was meine Überzeugung ist, dass sie starker Teil unseres Teams ist. Nur gegenüber dem damaligen Zeitpunkt und heute hat sich die Lage im Land und die Situation der FDP in ihm so verändert, dass wir zu einer anderen Aufstellung kommen wollen. Und dafür habe ich einen Vorschlag gemacht. Das ist die Verantwortung des Vorsitzenden, die Mannschaftsaufstellung, das Teamspiel einer Partei so zu gestalten, dass sie ihre Chancen optimal auswertet. Und wenn sich die Themen im Land, also ich sage nochmal Corona, seit Februar, März dieses Jahres so dramatisch verändern, dann hat das eine Auswirkung natürlich auch auf eine Partei. Wir sind ein Jahr vor der Bundestagswahl. Alle Parteien positionieren sich, bauen sich personell so auf, dass sie ein optimales Angebot machen können, so auch wir. Ja klar, Herr Weiland. Ja. Der Parteitag ist ja für den 19. September geplant. Ja. Sie haben das ja auch verlegt in eine andere Halle. Gesetz der Fall, es kommt jetzt Corona doch mit steigenden Infektionszahlen Ihnen in die Quere. Hieße das ja theoretisch, dass eine Neuwahl dieser frei werdenden Plätze sowohl im Präsidium als auch Generalsekretär dann verschoben werden müsste? Oder gibt es dafür... Also Sie fragen jetzt sehr spekulativ, deshalb auch nur rein spekulativ auf zwei Ebenen beantwortet. Zum einen gehen wir davon aus, dass die Hygiene- und Abstandskonzepte, die wir für unseren Parteitag entwickelt haben, auch einer verschärften Situation standhalten würden. Wir gehen ja mit großer Vorsicht vor. Es finden ja auch bereits Präsenzparteitage statt. Sie haben vielleicht den Landesparteitag der Grünen in Nordrhein-Westfalen wahrgenommen. Und unabhängig davon werden die Ämter von oder können die Ämter von Generalsekretär und Bundesschatzmeister auch vom Bundesvorstand bzw. dem Präsidium besetzt werden, falls das erforderlich sein sollte. Aber da spreche ich wirklich im Konjunktiv Irreales. Davon gehen wir nämlich nicht aus. Wenn es keine weiteren Fragen Ihrerseits mehr gibt, dann danke ich Ihnen fürs Kommen. Wünsche einen schönen Tag. Auf bald. Vielen Dank. Tschüss. Ja, soweit also diese Pressekonferenz. Christian Lindner hat sich alle Mühe gegeben, Frau Teuteberg hier nicht zu beschädigen. Dabei hat er sie ihres Amtes quasi enthoben. Das ist deutlich geworden. Aber er hat sich dabei auch etwas gedacht, denn die Neuaufstellung zum einen mit Volker Wissing, dem Wirtschaftsminister aus Rheinland-Pfalz, und die Neuaufstellung, die notwendig wurde im Bereich des Schatzmeisters mit Harald Christ, zeigt ganz eindeutig, Christian Lindner ist gewillt, die Partei Richtung Wirtschaft zu trimmen. Das kommt einem bekannt vor, aber das ist auch das probate Mittel, was Guido Westerwelle ja auch seinerzeit bis in die Regierung geführt hat. Und da hat sich Christian Lindner sicherlich gedacht, er nutzt jetzt die Chance, etwas ungewöhnlich unterwegs den Generalsekretär, die Generalsekretärin zu tauschen. Aber er hat sich dazu entschieden. Politik ist ein hartes Geschäft. Linda Teuteberg, vor einem Jahr noch mit 93% auf dem Parteitag gewählt worden, wohl auch im Hinblick auf die damals bevorstehende Landtagswahl in Brandenburg, hat nicht nur bei Christian Lindner nicht überzeugt, sondern es gab in vielen Parteigliederungen Gemurre über die Generalsekretärin, die aber zum Beispiel an den Geschehnissen in Thüringen ja völlig schuldlos war. Sei es drum, sie muss gehen und sie wird gehen im September. Und Christian Lindner hat mit Bettina Stark-Watzinger die weitere Präsidiumsbeisitzerstelle mit einer Frau besetzt, um auch dem Vorwurf vorwegzukommen. In der FDP gibt es keine Frauen, aber in der Tat, in wichtigen Führungsämtern ist mit dem Ausscheiden von Linda Teuteberg jetzt sind nur noch Männer, die das Sagen in der FDP haben. Herr van Valois, Volker Wissing hat ja gesagt, er will in Rheinland-Pfalz bleiben, Wirtschaftsminister, bis zum Ende der Legislaturperiode dort auf jeden Fall, und möchte gleichzeitig seine Partei jetzt fit machen für den Bundestagswahlkampf. Kann diese Doppelfunktion überhaupt funktionieren? Ganz ehrlich, das hat mich auch am meisten überrascht, denn diese Wahlen sind im März in Rheinland-Pfalz. Das ist eine Menge Zeit. Und ich habe gedacht, dass der Wechsel hier im Hans-Dietrich-Genscher-Haus auch deshalb notwendig wird, dass Christian Lindner, wie er selber gesagt hat, Entlastung bekommt, neuen Input, neue Besen kehren ja meistens gut. Und er hat ein sehr vertrauensvolles Verhältnis, das hatte ich vorhin schon mal geschildert, zu Volker Wissing. Und insofern habe ich gedacht, das wäre hier die Motivationslage. Aber dass er in Rheinland-Pfalz als stellvertretender Ministerpräsident die Legislaturperiode noch zu Ende machen will, das ist zwar sehr ehrenwert, aber auf zwei Hochzeiten zu tanzen,
Und das noch in Zeiten von Corona, wo man ja nicht so einfach von A nach B kommt. Man weiß nicht, was die Zukunft bringt. Also das finde ich auch mehr als überraschend am heutigen Tage. Der Parteivorsitzende Christian Lindner wurde es ja mehrfach gefragt, ob er einen Fehler gemacht hat mit der Nominierung von Linda Teuteberg zur Generalsekretärin vor einem Jahr. Er sagte nein, die Themen hätten sich verändert. Aber nach dieser Pressekonferenz, nach diesen vielen Fragen, für wie angeschlagen halten Sie Christian Lindner? Nun, Christian Lindner ist nicht mehr unumstritten in der Partei, das ist klar. Aber er hat mit dem heutigen Tag wieder an Beinfreiheit gewonnen. Denn er hat als Chef alle Möglichkeiten genutzt. Er zieht eine neue Aufstellung, damit auch gleichzeitig eine neue Ausrichtung. Denn schauen wir mal auf die Leute, die er genommen hat. Harald Christ, er war noch bis Dezember Sozialdemokrat. Er wäre im Jahr 2009 sogar Bundeswirtschaftsminister geworden im Schattenkabinett von Frank-Walter Steinmeier. Also er soll natürlich ein ganz gewisses Klientel in der Mitte ansprechen. Ja, und Volker Wissing, er steht für die Ampel in Rheinland-Pfalz. Und das ist sehr geschickt, wie ich finde, von Christian Lindner gewählt, hier dieses Personaltableau mit diesen beiden Männern, um die FDP in der Breite größer aufzustellen und auch ganz klar zu signalisieren, wir sind durchaus in der Lage, auch andere Konstellationen herbeizuführen. Und Christian Lindner kommt gerade an mir vorbei. Ich hatte vorhin mal gefragt, können wir ganz kurz sprechen? Wir sind live drauf, Herr Lindner. Ja, klar, gerne. Schön, hallo, dass Sie live zu uns kommen. Ist das nicht auch ein Eingeständnis der heutige Tag der falschen Einschätzung von Ihnen vor einem Jahr, dass man wegen der Landtagswahlen in Brandenburg eine Brandenburgerin gewählt hat und Sie waren nicht wirklich überzeugt von den Qualitäten von Frau Teuteberg? Nein, überhaupt gar nicht. Linda Teuteberg ist eine starke Persönlichkeit. Sie hat ein thematisches Profil, beispielsweise in der Migrationspolitik. Und für die Wahl von Frau Teuteberg seinerzeit war weder ausschlaggebend, dass sie Frau ist, noch dass sie Brandenburgerin ist. Nur es hat sich die Lage im Land jetzt verändert. Wir haben Sorgen um die wirtschaftliche Entwicklung. Die öffentliche Verschuldung steigt. Und deshalb wollen wir natürlich in unserer personellen Aufstellung unsere Finanz- und Wirtschaftskompetenz nach vorne stellen. Und da brauche ich auch Unterstützung von beispielsweise einem aktiven Minister, der Regierungserfahrung hat. Und ich glaube, das ist das, was jetzt das Land und was die FDP brauchen. Wir kennen Herrn Wissing ja gut. Er war lange hier Bundestagsabgeordneter, stellvertretender Fraktionschef. Dennoch war ich heute wirklich überrascht, dass Herr Wissing bis zum März auch in Rheinland-Pfalz seine wichtige Aufgabe als Wirtschaftsminister weiter fortführen soll. Sie haben heute hier gesagt, Sie brauchen Entlastung. Ist nicht das genau das Gegenteil, wenn Sie nur einen halben Generalsekretär in Berlin haben? Nein, der ist ein ganzer Generalsekretär. Es gab in der Vergangenheit solche Konstellationen öfter. Heiner Geißler als CDU-Generalsekretär war aktiver Bundesminister seinerzeit. Und wenn wir die Führungen der Parteien ansehen, da sind sehr viele aktive Ministerinnen und Minister aus Land oder Bund tätig. Ist hier genau dasselbe. Ich habe eben gesagt, dass Sie natürlich mit dem heutigen Tag auch eine Absicht verfolgen, eine Richtungsweisung, zum Beispiel mit Harald Christ. Das ist ja sehr ungewöhnlich, dass jemand, der erst seit März in der FDP ist, ins Präsidium einrückt als Schatzmeister. Hermann Otto Solms geht aus Altersgründen. Aber das ist natürlich klar. Bedeutet das, Sie gucken auf das SPD-Klientel und mit Herrn Wissing sozusagen auf das Ampel-Klientel? Ist das eine Ausrichtung von Christian Lindner und der FDP in eine neue Konstellation im nächsten Jahr? Nein, das wäre zu viel gesagt. Wir sind offen für eine Zusammenarbeit mit allen demokratischen Parteien. Wir regieren ja eben nicht nur in Rheinland-Pfalz in der Ampel, sondern auch Schwarz-Gelb mit der CDU in Nordrhein-Westfalen. Jamaika gibt es in Schleswig-Holstein. Für uns entscheidend sind die politischen Inhalte und ob es eine faire Zusammenarbeit gibt, dann sind wir bereit, Koalitionen zu bilden. Die Personalie Harald Christ hat einen anderen Hintergrund. Uns ist ja ein Herzensanliegen das soziale Aufstiegsversprechen, dass nicht die Herkunft aus dem Elternhaus entscheidet über den Lebensweg. Und dafür steht Harald Christ als Person, der mit einer kaufmännischen Ausbildung bis hin in Top-Etagen gekommen ist durch Fleiß. Und das wollen wir mehr Menschen ermöglichen, solche Biografien. Und deshalb, und auch weil wir offen sind für Quereinsteiger, habe ich diesen Vorschlag gemacht. Eine Koalitionsabsicht ist damit nicht direkt verbunden. Letzte Frage. Jetzt kommt garantiert von allen Seiten die Kritik. Die FDP ist eine Männerpartei. Kein Platz mehr für Frauen. Wie wollen Sie das abfedern? Denn mit dem Präsidiumssitz für Frau Stark-Watzinger ist es wahrscheinlich nicht getan, was die Kritik angeht. Naja, vielleicht gibt es noch mehr weibliche Kandidaturen auf dem Bundesparteitag. Aber eben haben Sie einen Namen genannt. Bettina Stark-Watzinger hat erklärt, dass sie neu für das Präsidium kandidiert. Eine ganz starke Frau mit einem eigenen politischen Gewicht aus Hessen. Ehemalige Vorsitzende des Finanzministeriums.
Finanzausschusses des Deutschen Bundestags, jetzt unsere parlamentarische Geschäftsführerin. Nein, für uns ist das Geschlecht nicht entscheidend. Für uns geht es um, welche Aufstellung braucht eine Partei thematisch. Und ich glaube, da sind wir auf einem sehr guten Weg. Vielen Dank, Christian Lindner, dass Sie so spontan gekommen sind. Aber wir haben versucht, den Abstand wieder herzustellen. Ja, man vergisst das ja immer in diesen Zeiten. Danke, dass Sie da waren. Umsicht, Christian Lindner, der Parteivorsitzende, meine Damen und Herren, hat heute seine Karten ausgespielt. Mal sehen, wie das in der Partei ankommt. Nicht jeder war davon vorher wirklich informiert. Im September wird es voraussichtlich diesen Parteitag geben, wo dann nicht turnusgemäß sozusagen der Generalsekretär, die Generalsekretärin gewechselt wird. Christian Lindner hat es vorhin hier im Interview, in der Statement auch gesagt. Er hat das Vorschlagsrecht für die Generalsekretärsposition. Und die nimmt er nun wahr mit Volker Wissing und stellt die FDP neu auf und damit zurück nach Bonn. Vielen Dank. Gerd-Joachim von Fallois in Berlin. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Es begann mit einer Hausdurchsuchung in Bergisch Gladbach bei Köln vergangenen Herbst. Inzwischen